Zu Gast ist heute der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, der Mann, der zuständig ist für die Corona-Bekämpfung in Deutschland. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was es bedeutet, dass die Infektionszahlen wieder so stark ansteigen. Und wir wollen uns mit den Argumenten der Kritiker auseinandersetzen, die sagen, die Corona-Maßnahmen seien das Ergebnis staatlicher Hysterie. Herzlich willkommen bei Phoenix Persönlich. Guten Tag, Herr Schier. Bin froh, dass ich bei Ihnen sein kann. Professor Wieler, die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist wieder über 6.000 Fälle angestiegen, mehr als im Frühjahr. Wie dramatisch ist die Situation? Naja, das eine ist die einzige Zahl, also diese Zahl von über 6.000. Aber viel wichtiger ist wahrscheinlich noch die Entwicklung, die wir in den letzten Tagen sehen. Es geht ja wirklich seit 2-3 Wochen kontinuierlich nach oben. Das heißt, es ist eine sehr, sehr schlechte Entwicklung. Und wir sollten tunlichst dafür Sorge tragen, dass wir diese Entwicklung aufhalten können. Was haben wir denn inzwischen gelernt? Was ist der Unterschied zwischen 6.000 Neuinfektionen am Tag im Frühjahr und heute? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zum einen muss man sagen, dass die Zahlen nicht ganz vergleichbar sind, weil wir im Frühjahr auch weniger getestet haben. Wir haben nicht ganz so viel getestet wie heute. Wir schauen heute genauer hin. Wir sind sensitiver. Das heißt, die Zahl der 6.000, die wir heute haben, ist ein besseres Abbild der tatsächlichen Infektionszahlen, als es im Frühjahr war. Es gibt immer eine Dunkelziffer. Und die Dunkelziffer kennen wir nicht genau. Sie ist aber jetzt im Herbst geringer, als sie im Frühjahr gewesen ist. Und das andere, was wir natürlich gelernt haben, wir haben wirklich sehr, sehr viel über das Virus gelernt. Und wir haben inzwischen einen relativ guten Werkzeugkasten, mit dem wir die Ausbreitung des Virus auch wirklich verhindern können und eindämmen können. Und das ist die Aufgabe, die uns eben alle umtreibt in den nächsten Monaten noch. Wenn wir jetzt schon 6.000 Neuinfektionen am Tag haben, was passiert denn dann im Winter, im Dezember, Januar, Februar? Na, wenn wir nicht die Maßnahmen verschärfen, werden die Zahlen weiter hochgehen. Ich kann keine Prognose abgeben, wo sie hingehen. Aber sie werden sicher, wenn das so weitergeht, die 10.000 überschreiten. Aber wir wollen das verhindern. Und ich bin auch nach wie vor der Ansicht, dass wir das auch noch schaffen können. Die Bundeskanzlerin hat sich mit den 16 Ministerpräsidenten getroffen und sie haben ein Maßnahmenbündel beschlossen, bei dem die Kanzlerin gesagt haben soll, das reicht nicht aus, das Unheil zu verhindern. Das klingt nicht wirklich beruhigend. Wie sehen Sie das? Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir in Deutschland einheitliche Maßnahmen haben. Das ist sehr wichtig, weil natürlich die Bereitschaft der Bevölkerung, diese Maßnahmen mitzutragen, sehr stark davon abhängt, dass sie nachvollziehbar sind und einheitlich sind. Die Maßnahmen, die getroffen wurden, heißen, dass wir noch mehr Maskenpflicht haben ab einem geringeren Grenzwert. Die Maßnahmen, die getroffen wurden, heißen, dass sich weniger Menschen abends nach Sperrstunden in Restaurants und Kneipen treffen. Sie reduzieren tatsächlich, sie werden dazu führen, dass die Zahlen runtergehen, wenn sich die Menschen natürlich dran halten. Aber wir müssen vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass sie auch eingehalten werden. Und ich sage es nochmal, die müssen auch möglichst einheitlich sein. Der Rahmen muss einheitlich sein. Und dann muss man regional natürlich noch Maßnahmen verschärfen. Sehen Sie es wie die Kanzlerin, ist das nicht ausreichend? Fehlt Ihnen was? Also mir fehlt Verbindlichkeit. Es gibt immer noch einige von den Maßnahmen, das sind Empfehlungen. Ich würde mir wünschen, dass diese Empfehlungen auch verpflichtend dann durchgeführt werden. Also zum Beispiel das Tragen von Masken sollte prinzipiell dann verpflichtend sein. Das ist aber in allen Fußgängerzonen in Deutschland zum Beispiel. Nein, es geht darum, wir vom Robert-Koch-Institut, wir empfehlen ja das Maskentragen bei bestimmten Umständen. Und die politische Aufgabe ist es dann, aus den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts unter anderem eben verpflichtende Aussagen zu treffen. Und es gibt Umstände, wo Masken eine große Rolle spielen. Das ist hauptsächlich in Innenräumen. Und in Innenräumen empfehlen wir das Tragen von Masken. Und dann wünschen wir uns natürlich, dass die Entscheider dieses Maskentragen dann verpflichtend umsetzen. Zum Beispiel in den Büros. Zum Beispiel in den Büros, abhängig von der Anzahl der Menschen, die dort drin sitzen und abhängig von der Größe der Büros. Noch ein Zitat, diesmal der bayerische Ministerpräsident Söder. Wir sind dem zweiten Lockdown viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Wirklich? Das vermag ich nicht zu sagen. Also ich habe nach wie vor die
den Optimismus, dass wir das verhindern können. Ich weiß, dass wir es können. Ich weiß, dass wir es können, weil wir Werkzeuge haben, die wir einsetzen können. Die Frage ist, setzen wir sie ein und wie tragen wir Sorge dafür, dass sie eingesetzt werden? Aber machbar ist es noch, ja. Besonders umstritten sind die sogenannten Beherbergungsverbote. Sind die sinnvoll? Bringt das wirklich was? Also ein Virus, dieses Virus verbreitet sich darüber, dass sich Menschen begegnen, nah zusammenkommen, längere Zeit zusammenkommen. Einer von den Menschen wäre infiziert, dann wird er das Virus über die Atemwege ausscheiden und dann besteht die Chance, dass andere Menschen angesteckt werden. Und das heißt, je weniger Menschen sich dann mobil wohin bewegen, desto geringer ist die Chance, dass sie andere anstecken. Mobilität ist einer der Treiber natürlich dieser Pandemie. In dem Zusammenhang ganz interessant. Die Kanzlerin hatte zum Treffen mit den Ministerpräsidenten einen Experten geladen vom Helmholtz-Zentrum. Und der soll, wir waren ja nicht dabei, der soll geraten haben, man müsse die Risikogebiete abriegeln. Also ich sage mal, was das heißt. Das würde bedeuten, Berlin, München, Köln müssten abgeriegelt werden. Da dürfte dann keiner raus und keiner rein. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, könnte sinnvoll sein? Und ist das überhaupt denkbar in der Gesellschaft wie der Bundesrepublik? Vor 9 Monaten noch habe ich in einem ähnlichen Interview gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Inzwischen kann ich mir vorstellen, dass solche Maßnahmen durchgeführt würden. Der Hintergrund ist wieder der gleiche, den ich eben nannte. Mobilität ist ein Treiber dieser Pandemie. Ob das wirklich geschehen wird, ob die Politik sich dazu entscheiden wird, das wird man sehen. Bisher sind wir in Deutschland vergleichsweise gut durch diese Pandemie gekommen. Vor allem stehen wir sehr, sehr gut da, wenn wir uns mal mit Nachbarländern vergleichen, wie die Niederlande, wie Frankreich, Spanien, Italien und auch die USA natürlich. Warum sind wir so gut durch die Pandemie gekommen? Das ist eine Frage, die wir wirklich täglich gestellt bekommen von vielen Kollegen aus dem Ausland. Wir sind sehr intensiv mit Kollegen unterwegs, weil wir auch viel lernen von anderen Kollegen und die lernen von uns. Also es gibt viele Gründe, es gibt nicht den einen Grund. Ein wichtiger Grund ist sicher, dass wir eine gute Governance haben in unserem Staat. Wir haben ein hohes... Das bedeutet, wir sind in einem Staat, wo wir gut regiert werden. Ja, das kann man, ja, Sie haben recht, das ist der bessere Ausdruck. Also wir sind gut regiert, wir haben ein hohes Vertrauen in die Institutionen. Das ist sicher ein Punkt, den man haben muss. Es gibt immer wieder Befragungen, die das auch belegen. 80% der Deutschen sind mit den Maßnahmen insgesamt zufrieden, tragen sie mit. Das Zweite ist sicher auch, wir haben natürlich auch Institutionen wie das Robert-Koch-Institut, die nach bestem Wissen und Gewissen fachlich Entscheidungen treffen und Empfehlungen herausgeben. Und diese Empfehlungen sind fachlich begründet und mit einem größtmöglichen Maß auch von fachlicher Unabhängigkeit. Und wenn diese Empfehlungen dann so herausgegeben werden, dann ist es natürlich schön, wenn sich dann andere nach diesen Empfehlungen auch richten und sie dann umsetzen. Und ich glaube... Also ich versuche mal zu verstehen, was Sie da gerade sagen. Man lässt sie ihre Arbeit machen und die Politik hört auch noch auf sie. Und in anderen Ländern ist das nicht der Fall. USA vermute ich mal gehört dazu, aber vielleicht auch das eine oder andere europäische Land. Es ist tatsächlich so, ich glaube, dass das die Zuhörer auch wissen, dass in den USA tatsächlich die Einflussnahme auf das CDC durchaus gegeben war. Und das ist natürlich kein guter Einfluss, denn die Fachlichkeit muss im Vordergrund stehen. Was die politischen Entscheidungsträger dann daraus machen, ist eine ganz andere Frage. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen aufgearbeitet werden müssen, an die Öffentlichkeit kommen. Und das sind dann eben nur Empfehlungen. Die Umsetzung liegt in der Hand der Politiker. Ich muss mal eins kurz noch erklären. Das CDC ist quasi das Robert-Koch-Institut der USA, das für Seuchenbekämpfung zuständige Institut. Es gibt ja so eine Art von Logik, die einleuchtend klingt zunächst einmal. Harte Maßnahmen führen zu guten Ergebnissen. Aber wenn ich jetzt mal hinschaue zu Ländern wie Frankreich und Spanien, die hatten viel, viel striktere Maßnahmen implementiert, als wir das in Deutschland gemacht haben, aber ohne Erfolg, im Gegenteil. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Also es gibt ein Phänomen, wenn man zu harte Maßnahmen fährt, dann ist natürlich die Akzeptanz der Bevölkerung, die wird schneller schwinden.
Und wir haben in Deutschland ja keinen richtigen Lockdown gehabt im Frühjahr, sondern wir hatten ja Kontaktbeschränkungen. Aber das freie Leben war ja nicht eingeschränkt. Und in anderen Ländern war das stärker so. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen daran denken, dass wir ja noch viele Monate diese Pandemie bewältigen. Und wir müssen mit den Maßnahmen sorgfältiger umgehen. Ich glaube, dass es zu harte Maßnahmen die Akzeptanz der Bevölkerung kurzfristig dann nicht mehr gelten lässt. Also das ist sicher ein Punkt. Ein anderer Punkt ist aber auch, den dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben natürlich in Deutschland schon noch immer ein sehr stabiles und intensives Gesundheitssystem, was sehr viele Ressourcen hat und auch leistungsfähiger ist. Und es gibt ein System in Deutschland, das nicht in allen Ländern so gut funktioniert. Das ist der sogenannte öffentliche Gesundheitsdienst. Der ist zwar auch in Deutschland in den letzten Jahrzehnten runtergespart worden, aber er ist immer noch leistungsfähiger als in vielen anderen Ländern. Das Robert-Koch-Institut hat einen großen Anteil daran, dass wir bisher so gut durch die Krise kamen. Trotzdem, haben Sie Fehler gemacht? Ja, diese Frage wird immer wieder gestellt. Ich kann dazu nur sagen, dass wir kontinuierlich uns besprechen, dass wir analysieren, dass wir mit Experten aus dem Ausland, aus anderen Bereichen reden. Wir versuchen, Fehler so gut wie möglich zu vermeiden. Und wir haben es bisher ziemlich gut hinbekommen. Aber zu den Fehlern gehört schon, dass Sie sehr lange von der Maske abgeraten haben und nicht zugeraten haben. Das sehe ich nicht als Fehler an. Ich kann Ihnen erklären, warum. Zu Beginn dieser Pandemie hatten wir bestimmte Kenntnisse über das Virus nicht. Und ein Punkt war der, den wir nicht wussten, dass das Virus schon ausgeschieden wird bei Patienten, bevor sie Symptome bekommen. Unsere Denkweise war die, wenn Menschen symptomatisch werden, das sagen wir heute noch, dann mögen sie bitte zu Hause bleiben, ihren Arzt anrufen und dann regeln, wie es weitergeht. Aber sie sollen eben zu Hause bleiben, damit sie niemand ansteckt. Das ist das ganz große Prinzip dahinter. Wenn man dann zu Hause ist, dann geht man ja nicht raus und dann steckt man niemand anderen an. Wir hatten damals gesagt, symptomatische Patienten, die sollen dann auch Masken tragen. Aber wir wussten nicht, dass schon vor den Symptomen diese Viren ausgeschieden werden. Als uns das klar wurde, war klar, dass Masken eine größere Wirkung haben. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist der, wir wissen inzwischen, dass das Virus auch über Aerosole übertragen wird, also nicht nur über Tröpfchen, wie wir das vorher dachten. Und dadurch ist die Wirksamkeit der Masken natürlich noch höher. Das heißt also, ich betrachte es nicht als Fehler, sondern wir haben damals nach dem besten Stand des Wissens eine Empfehlung rausgegeben und die haben wir dann korrigiert, angepasst. Lassen Sie uns mal auf die Argumente der Kritiker blicken. Ich beginne mal mit dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen. Der hat gesagt, immer nur auf die Zahl der Neuinfektionen zu starren, das führt zu falschem Alarmismus. Hat er recht? Ja, da hat er recht. Wer starrt denn nur auf die Zahlen? Das ist ja eine Perspektivenfrage. Das Robert-Koch-Institut starrt nicht nur auf die Zahlen. Wir haben eine Menge von Parametern. Übrigens gibt es ja einen Situationsbericht, den wir ja wirklich jetzt seit Januar, glaube ich, schon täglich auf unsere Website stellen. Da sind ja ganz viele Zahlen drin. Da sind Zahlen, Trends über die Zeit. Da sind die Zahlen, wie viele Tests werden durchgeführt, wie viele dieser Tests sind positiv, die prozentualen Zahlen, die Inzidenzen. Da sind Karten drin, wie viele Landkreise bestimmte Inzidenzen haben. Da sind sogar Daten drin zu den Belegungen von Intensivbetten. Also wenn Herr Gassen das so sieht, vielleicht schaut er nur auf die Zahlen. Aber da müssen Sie ihn selber fragen, wen er damit meint. Okay, dann schauen wir jetzt mal auf andere Zahlen. Im Frühjahr hatten wir bei 5000 Neuinfektionen pro Tag über 200 Tote am Tag. Heute haben wir im Schnitt 16 Tote am Tag. Rechtfertigt das nach wie vor diese strikten Maßnahmen mit all den Kollateralschäden? Ja, also ich will Ihnen erklären, warum wir so hohe Zahlen hatten im Frühjahr. Dort haben wir weniger getestet und haben weniger sensitiv getestet. Das heißt, die Anzahl derjenigen, die positiv getestet wurden und die verstorben waren, waren höher als momentan. Und wir haben damals am Anfang es nicht geschafft, so intensiv das Virus aus den entsprechend vulnerablen Gruppen, wie wir das sagen, herauszuhalten, also aus Krankenhäusern, Pflegeheimen. Und dadurch werden die Menschen infiziert, die das größte Risiko haben, schwer zu erkranken und auch zu versterben. Das ist die Gründung für die hohen Todesraten. Und wir hatten haben wir inzwischen ja auch einiges gelernt, wie man Erkrankte behandeln muss. Ja, das kommt genau jetzt. Und wir können auch ein bisschen besser behandeln jetzt. Also die Ärzte können tatsächlich Patienten noch besser behandeln. Das ist auch korrekt. Aber der entscheidende Punkt ist momentan der,
Das ist ja immer ein epidemiologisches Geschehen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Damals wurde es reingetragen durch junge Menschen, hauptsächlich aus dem Ausland, Skiurlaub und so, und in die Familien und diese Altersheime getragen. Heute ist es breit in Deutschland vorhanden. Man weiß, dass das Virus da ist. Und jetzt stecken sich zurzeit sehr viele junge Leute an. Wir hatten mal eine Zeit, da war das Durchschnittsalter der Fälle 52. Jetzt liegt es bei Mitte 30, glaube ich. Und die jungen Leute werden nicht so schwer erkrankt. Aber wir werden, und das ist immer wieder diese, glaube ich, ein richtiger Denkfehler. Die Zahlen, die wir uns anschauen, nehmen wir die Meldezahlen, da gucken wir immer in die Vergangenheit. Wir gucken drin, was vor einer Woche etwa passiert ist. Bis die Zahl der Gemeldeten ankommt, ist ein paar Tage rumgegangen. Sagen wir eine Woche. Und wir schauen nicht in die Zukunft. Und wir werden sehen, dass die Zahl der Schwererkrankten und derjenigen, die Todesraten, die werden auch dann steigen, weil eben wieder mehr ältere Menschen infiziert werden. Das heißt also, wir wissen, dass wir in die Vergangenheit schauen. Wir wissen nicht genau, was vorne kommt, aber wir wissen, wenn wir heute eine Maßnahme treffen, dann sehen wir den Effekt der Maßnahme erst in 2-3 Wochen. Nochmal ein Blick auf die etwas radikaleren Kritiker, die sagen, die Corona-Epidemie, das ist in Wirklichkeit so wie eine schwere Grippe-Epidemie. Da gibt es auch ein paar Argumente. Der Winter 2017-18, 25.000 Grippetote, bisher in Deutschland noch nicht mal 10.000 Tote durch Corona. Das ist schon ein Argument. Also das ist ein echter Trugschluss. Bei der Grippe ist das Problem, dass die Grippewelle jedes Jahr ein bisschen anders ausfällt. Und diese Grippewelle, die Sie beschreiben, ist wirklich eine schwere Grippewelle gewesen. 25.000 Tote haben wir geschätzt, dass daran gestorben sind. Das ist eine schwere Grippewelle. Die anderen Grippewellen sind aber im Schnitt deutlich geringer. Wir haben am Robert-Koch-Institut ein paar Analyse-Tools entwickelt über die letzten Jahre. Wir haben das sehr genau verglichen. Wir wissen, dass Covid-19 zu deutlich mehr Todesfällen führt. Wir haben so bestimmte Surveillance-Systeme, nennen wir das Überwachungssysteme. Wir haben die verglichen, die letzten 5 Jahre Grippe und dieses Jahr Covid. Wir sehen, dass die Sterberaten 22% von den Menschen sind, die im Krankenhaus eingeliefert sind bei Covid, 12% bei denen, die mit Grippe intensivmedizinisch behandelt wurden. Wir sehen, dass Covid dazu führt, dass Menschen deutlich länger in Krankenhäusern liegen, auch deutlich länger beatmet werden in Intensivbetten liegen. Und wir sehen auch, dass es deutlich mehr Langzeitfolgeschäden gibt durch das Covid-Virus. Das heißt also, man kann das vergleichen, aber beim Vergleich kommt ganz klar raus, dass Covid-19 eine deutlich höhere Krankheitslast hat. Was ist mit dem Vorwurf, bei uns würden Menschen als Corona-Tote gewertet, die in Wirklichkeit an anderen Dingen gestorben sind, einem Herzinfarkt beispielsweise. Warum unterscheiden Sie nicht deutlich zwischen Menschen, die wirklich an Corona gestorben sind und denen, die nur mit Corona gestorben sind? Also erstmal ist ja, dieser Vorwurf wurde am Anfang gemacht, unter anderem von Pathologen, die ihn selber dann hinterher entkräftet haben, weil sie nämlich dann ihre Daten publiziert haben. Nach den Daten, die von der bestimmten Arbeitsgruppe in Deutschland publiziert werden, sind 86% derjenigen, die von Gesundheitsämtern, ja nicht vom Robert-Koch-Institut, als Todesfall infolge von Covid diagnostiziert wurden, 86% derjenigen sind auch wirklich an Covid verstorben. Das ist eine Arbeit, die vor ein paar Monaten im Deutschen Ärzteblatt erschienen ist. Das heißt also, das ist eine hohe Zahl, die an Covid starben. Wir können das nicht unterscheiden, weil wir bekommen ja die Meldezahlen von den Gesundheitsämtern. Dort sind Falldefinitionen und die werden uns gegeben. Und wir haben eine bestimmte gesetzliche Verpflichtung laut Infektionsschutzgesetz. Wir definieren Fälle und dann bringen wir die Daten so raus. Jetzt werden natürlich Untersuchungen gemacht, wie viel der Menschen, die diagnostiziert wurden, gestorben sind, tatsächlich an Covid gestorben sind. Ich möchte aber noch ergänzen. Es gibt inzwischen die Erkenntnisse, dass das Virus ja nicht nur Lungenentzündungen macht, sondern gerade dazu führt, dass auch in den Gefäßen Schäden entstehen, sodass Menschen Schlaganfälle, Herzinfarkte infolge des Virus geschehen, die vielleicht überhaupt nicht als Covid erkannt werden. Also ich gehe sogar davon aus, dass eigentlich wir mehr Todesfälle haben in Wirklichkeit als die, die wir über die Meldezahlen sehen, hervorgerufen durch Covid. Wer Freiheitsrechte der Menschen einschränkt, wer für wirtschaftlichen Lockdown sorgt, der muss das gut begründen. Nur hat diese Begründung im Laufe der Zeit immer wieder gewechselt. Am Anfang hieß es, wir müssen auf die Verdoppelungszahlen achten. Dann hieß es, wir müssen darauf achten, dass die Intensivbetten nicht, dass die ausreichen. Und dann hieß es, wir müssen Zehntausende von Toten verhindern. Also zumindest bisher ist ja all das nicht eingetreten. Was also ist das eigentliche Ziel dessen, was wir da machen? Also
was Sie sagen dort, ist aus meiner Sicht eine Wahrnehmung. Also ich glaube nicht, oder ich kann wirklich sagen, es war zumindest nicht das Ziel des Robert-Koch-Instituts, immer auf einen dieser Parameter zu schauen. Ich bin sicher, dass das nicht immer optimal kommuniziert wurde, aber es war nie das Ziel, nur eine dieser Maßnahmen. Das Wichtigste für uns ist natürlich, wir wollen möglichst wenig Menschen in Deutschland sehen, die sich mit diesem Virus infizieren und schwer daran erkranken. Und die anderen Dinge, die Sie ansprechen, sind ja alles nur Beschreibungen von diesem Ausgang. Also wir wollen möglichst wenig Menschen, die schwer an Covid erkranken und ins Krankenhaus kommen, intensivmedizinisch behandelt werden. Und das andere sind Indikatoren, mit denen wir das dann begleiten können und wo wir intervenieren können. Ich würde noch gerne ein bisschen was erfahren über die Person, die uns da durch diese Krise steuert. Also Virologen des RKI, das ist ja etwas, was normalerweise wirklich im Schatten der Öffentlichkeit ist. Plötzlich sind Sie zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden, bekannter als viele Politiker. Fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle? Diese Rolle hat sich geändert tatsächlich. Es gibt ein paar schöne Begleiterscheinungen. Wenn man prominent ist, man kriegt viel Schulterklopfen. Es gibt sehr viele Menschen, die sich bei uns bedanken. Beim Robert-Koch-Institut natürlich hat man eine große Sichtbarkeit. Es hat aber auch Schattenseiten, die Beleidigungen und Bedrohungen. Kriegen Sie Hassmails, Drohungen? Natürlich. Das ist ja leider offensichtlich ein gesellschaftlicher Zustand, den viele Prominente ertragen müssen. Aber hauptsächlich kriegen die leider meine Mitarbeiter im Robert-Koch-Institut ab, die dann damit umgehen müssen. Das ist eine ungute Nebenerscheinung. Aber ansonsten, der entscheidende Punkt ist der, wir müssen und wir machen unseren Job so gut wir das können. Und der entscheidende Punkt, warum ich überhaupt in der Öffentlichkeit versuche, zumindest das Fachwissen so gut wie möglich weiterzugeben, ist, dass ich exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die diese Dinge ja alle mit mir zusammen durchdenken. Das ist ja nicht meine persönliche Expertise, sondern das ist ja die Kumulation von all den Daten und Gesprächen und Analysen, die wir im Haus durchführen. Mhm. Und das ist eben der Punkt. Es sind eben nicht nur Virologen. Ich selber bin noch nicht mal Virologe, ich bin Mikrobiologe. Und Tierarzt, reden wir gleich noch drüber. Ja, genau. Sagen Sie mal, es heißt ja, die Kanzlerin, die hört auf die Wissenschaft. Wie häufig holt sie denn ihren Rat ein? Reden Sie, wie häufig, einmal die Woche? Also wir sind ja eine nachgeordnete Behörde des Gesundheitsministeriums. Das heißt also, wir beraten direkt den Gesundheitsminister. Das ist unsere Aufgabe. Und Interaktion mit dem Kanzleramt haben wir ab und an. Aber das ist sicher nicht regelmäßig. Dann komme ich auf diese Frage zurück. Wie kommt es, dass ein von der Ausbildung her Tierarzt, Professor für Tiermedizin uns Menschen in Deutschland durch diese Pandemie steuert? Das ist ja eine Position, die wird ausgeschrieben und da steht drin, Bewerbungsprofil, man muss entweder Biologe, Tierarzt oder Humanmediziner sein und dann bewirbt man sich und dann in dem Fall hat man mich ausgewählt. Die Gründe dafür kenne ich nicht, aber es war ein Bewerbungsverfahren. Jetzt müssen Sie ja nicht zu bescheiden sein. Ich glaube nämlich selber, dass man in so Pandemien ganz schön viel von Tiermedizinern lernen kann, weil die haben im Normalfall viel mehr Pandemien, als wir Gott sei Dank bei Menschen haben. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Ausbildung, wenn Sie die tiermedizinische Ausbildung anschauen, wir haben ein deutlich höheres Fachniveau, wenn es um Infektionskrankheiten geht. Das hängt einfach damit zusammen, dass Infektionskrankheiten im Bereich der Tiermedizin eine riesige Rolle spielen. Und es gibt einen zweiten Punkt, wir sind in hohem Maße sogenannte Populationsmediziner. Also wir betrachten nicht nur einzelne Patienten, sondern wir betrachten immer Gruppen. Das heißt, wir sind epidemiologisch. Also ich versuche das mal zu übersetzen. Sie müssen nicht unbedingt die einzelne Kuh retten, aber die Herde soll immunisiert werden. Das ist auf den Punkt gebracht. Wir haben dort wirklich extrem gute Ausbildung. Das heißt, wir haben auch in der Epidemiologie eine extrem gute Ausbildung. Insofern sind Tierärzte eigentlich, finde ich persönlich, sehr, sehr gut geeignet dazu, so einen Job zu übernehmen. Es ist übrigens nicht das einzige Public Health Institut weltweit, das ein Tierarzt leitet. Der chinesische CDC wird auch von einem Tierarzt geleitet. Ein Sohn tritt entweder in die Fußstapfen seines Vaters oder er macht das genaue Gegenteil. Ihr Vater war Tiermediziner, hatten Sie ein gutes Verhältnis? Ja, mein Vater ist eine ganz wichtige Person für mich immer gewesen, ja. Er war, glaube ich, mal 4 Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Ja. Das ist natürlich ein prägendes Ereignis, ganz klar. Ich bin einer der Generationen, der letzten Nachfolgegeneration, der Kriegsgeneration, prägt einen selbstverständlich. Mein Vater und auch der Großvater war übrigens Tierarzt. Man hat bestimmte bodenständige Erziehungs
wie soll ich das sagen? Hat er sie immer mitgenommen in den Kuhstall, ja, 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 oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ja, wir sind früher alle Kinder, sind wir immer mit meinem Vater durch die Gegend gefahren. Ja, wir waren viel in Tierställen und sind dort aufgewachsen. Ihr Spezialgebiet als Tiermediziner war dann die sogenannten Zoonosen. Das muss man, glaube ich, erklären. Das sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Und damit komme ich zurück zum Coronavirus. Wissen wir denn inzwischen wirklich, wie dieses Coronavirus entstanden ist? Da kann man nur, da hat man Wahrscheinlichkeiten. Also das höchste wahrscheinliche anzunehmende Szenario ist, dass eine Fledermaus dieses Virus getragen hat. Weil Fledermäuse haben oft solche Coronaviren. Und dann ist es irgendwie auf den Menschen übergesprungen. Entweder durch Einatmen von zum Beispiel Kot von Fledermäusen oder dadurch, dass man vielleicht die auch verzehrt hat. Oder dass sie über einen Zwischenwirt gekommen sind, der infiziert wurde. Da gibt es Plausibilitäten. Aber ob wir das jemals beweisen können, das vermag ich nicht zu sagen. Können Sie denn wirklich ausschließen, dass dieses Virus in einem Labor, zum Beispiel in Wuhan, entstanden ist und dann absichtlich oder unabsichtlich verbreitet wurde? Das kann man nie ganz ausschließen. Also ich kann mir es sehr schwer vorstellen, das wirklich zu beweisen, wo das Virus herkommt. Es sei denn, man würde genau diesen Virenstamm in einem Tier finden. Aber die Chance ist natürlich sehr gering. Es gibt ja Millionen von Fledermäusen. Mhm. Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Also wahrscheinlich hat die Art und Weise, wie man in China mit Tieren umgeht, schon was mit der Entstehung dieser Zoonose zu tun. Dass die enge Nähe auf diesen Tiermärkten, die Tatsache, dass man in China Dinge isst, die man bei uns nie essen würde. Wie schätzen Sie das ein? Ja, wir wissen, dass wir in den letzten Jahrzehnten, der Mensch ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter eingedrungen in bestimmte Umwelten, wo er früher nicht war. Die Interaktion zwischen Wildtieren und Menschen wird immer intensiver. Das Nahrungsverhalten spielt natürlich eine Rolle, aber auch der Handel, der Tierhandel mit bestimmten exotischen Tieren spielt eine Rolle. Hier müssen viel mehr von der UN durchgesetzte Konventionen wirklich durchgezogen werden. Wir müssen illegalen Tierhandel verbieten. Natürlich sollten sich auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen ändern, ganz klar. Welche Rolle spielt die Massentierhaltung bei Zoonosen? Bei Zoonosen spielt sie keine so große Rolle, weil die Massentierhaltung, also die konventionelle Tierhaltung, dazu führt, dass man in der Regel relativ gute Biosicherheitscontainments hat. Also das heißt, dass Tiere in Stallungen gehalten werden und dort darauf geachtet wird, dass nichts reinkommt oder rauskommt. Aber der entscheidende Punkt, und wenn Sie das anschauen über die letzten Jahrzehnte, rund 2/3 aller Infektionskrankheiten, die zum Menschen übergehen, kommen vom Tier. Da kommt natürlich die Mehrheit von Wildtieren auf den Menschen. Lassen Sie uns mal einen Blick nach vorne richten. Kann es sein, dass dieses Virus nie wieder verschwinden wird? Ja, also ich persönlich gehe davon aus, dass das Virus nie mehr verschwinden wird. Die Frage ist, es wird sich anpassen, es wird hoffentlich weniger krank machen und wir werden mit dem Virus leben. Wir haben ja eine Reihe von Schnupfenviren. Es gibt ja unter anderem 4 Coronaviren, die nur leichten Schnupfen machen. Wir wissen von einem dieser Viren, dass es sich im Laufe von mehreren 100 Jahren zu einem relativ harmlosen Schnupfenvirus entwickelt hat. Und ich gehe davon aus, dass das mit diesem Virus auch der Fall sein wird. Was heißt das dann, wenn Sie sagen, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben? Heißt das unter Umständen Corona-Beschränkungsmaßnahmen, Masken über Jahre? Ich denke, dass wir mit der Einführung von Impfstoffen ein entscheidendes Werkzeug bekommen, mit dem wir die Krankheit beherrschen und die Krankheitslast so reduzieren können, dass wir wieder zu einem Leben dazu kommen, wie es vor Corona war. Ich hoffe allerdings auch, dass wir eine Reihe von Dingen gelernt haben, die vielleicht sowohl für die Umwelt als auch für andere ökologische Aspekte weiter so gehalten werden, also unabhängig davon, ob es dieses Virus gibt oder nicht. Denn wir haben ja, glaube ich, auch viel gelernt, wie wir unsere Gesellschaft auch besser in die Zukunft führen können in der Zeit. Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit eines Impfstoffes innerhalb der nächsten 6 Monate? Also wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt, ja. Das war Phoenix persönlich. Heute mit Professor Lothar Wieler. Herzlichen Dank an Sie und an Sie zu Hause. Bleiben Sie gesund.